Ja, willkommen zurück da bei South Park. Stab der Wahrheit. Wir machen weiter, nachdem ich ja extra für gestern, also bei euch ist es gestern, bei mir ist es heute, einen Part aufgeladen habe, damit ich rechtzeitig zum Launch an dem Tag mit dem Spiel starten kann auf meinem Kanal. Machen wir jetzt quasi normal weiter, würde ich sagen. Mit normal meine ich einfach, es wird nicht bei jedem Part eine Ansage und eine Verabschiedung geben, wenn es vielleicht schon zuletzt bei meinem Assassin's Creed Brotherhood Let's Play. Nein, habt ihr gar noch nicht festgestellt, die Parts habe ich gar noch nicht aufgeladen. Entschuldigung, das kommt jetzt genau. Also bei den Assassin's Creed Parts, die jetzt genau wieder aufgeladen werden, ich muss sie noch schneiden. Und fertig. Parat machen zum Aufladen, dass dann das Projekt auch weitergehen kann. Wird es genau gleich gemacht werden, auch bei allen zukünftigen PlayStation 3 Projekten werde ich das so handhaben, dass ich einfach ein bisschen am Block aufnehme und dann die Schnittpunkte selber wahlweise irgendwo setzen, wo es sich halt gerade einigermaßen passt, wo es nicht gerade irgendwie mit dem Dialog unterbrochen wird oder etwas, was ich erzähle. Aber wir machen es so weiter, wir sind auf dem Cartman daheim. Who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Aha. Böser Cartman Spitzbart. Cartmans Garagenschlüssel, Geld und Okama Games Fair. Oh, wir haben einen Garagenschlüssel. Den Fernseher ausschalten. Don't talk to her, she's not part of the game. Was? Don't talk to her, she's not part of the game. Ah, die gehört nicht zum Spiel. Ja, das ist natürlich sehr nett, wenn wir weit weg von South Park sind. Sind wir uns allein gestellt. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Die Macht der and Diabetes. Here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Okay, sprich mit Cartman, aber... Sehe ich alles an, schauen. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Okay. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Nein, habe ich nicht gehört, aber. Ah, you have located the training area where our massive army learns to fight. Nimm das und das und das und das. So. The Wizard Stump. Some say he who discovers the secret of the Wizard Stump is the master of his own destiny. I figured it out the other day. Pretty easy, at least for me. My loyalty is as incurable as my diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse, but mostly a curse. Ja, bravo. Also ihr könnt die Sprüche an mich selber lesen, ich lese euch das nicht alles vor, wenn es euch schnell geht, könnt ihr ja pausieren. Oh, neue Quest, Blumen für eine Prinzessin. Gib Kenny die Narzisse. Okay. Können wir da rauf? Cool. Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Okay. Mehr können wir da oben auch nicht machen. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. Okay. Ja, doch einmal jetzt hier. Oh ja, klar!
Quest erfüllt, Blumen für deine Prinzessin. Okay. Ah ja, genau, meint die auch. Also, mit ihm rede wieder. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Okay, da jetzt mit dem Namen. Tani, glaubst du davon gehört, es ist scheißegal, was wir eingeben. Wir werden eh gleich genannt. Wir heißen jetzt Rudy. You entered douchebag, is that correct? Ja, genau, jetzt kommt das Saftsack. Nein. Are you sure you want to keep the name douchebag? Ja, ich glaube, da kann man jetzt wirklich auswählen, was man will. Ja, wäre jetzt wieder nein. Very well, douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief or Jew. Also, Kämpfer, Magier, Dieb oder Mage, Jude. Like a wizard, only not a white thief. Never heard of one, but interesting. Und bei Dieb gegen die unsere Frisur verloren, das wäre schade. So I guess we'll never really be friends. Jude gegen die auch unsere Frisur verloren. You look sneaky enough to... A Mage is like a wizard, only not as cool. A white fighter? Kämpfer, A mage is like a wizard, only not as cool. A white thief? Never heard of one, but interesting. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Ja, also, ich glaube, ich wähle jetzt einfach mal den Magier aus. Weil irgendwie Kämpfer, ja, ist schon okay, aber Magier ist irgendwie gerade nie. Jude wäre zwar interessant, was nicht passiert, aber ich wähle jetzt. Ja. Ich wähle den Magier aus. We welcome to our kingdom, Douchebag the Mage. Hooray! Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Neue Nachricht von Kenny. Kaufe eine Waffe von Clyde. Und eine Nachricht vom Kenny. Du hast drei neue Freunde. Klicke auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Aber ich kann doch gar nicht auf Gefällt mir klicken. Okay. Ja. Eine Karte ist auch nicht mehr eine Quest. Ja, eine neue in der Stadt. Ja, das ist immer noch von dem gleichen. Okay. Ja, und das sind da jetzt meine paar Freunde, die ich habe. Butters, Clyde, Scott Malkinson und Kenny. Gen Pokémon haben wir noch keine gefunden. Ausrüstung haben wir auch noch nicht. Yes, es gibt da viel Zeug. Ja. Bravo. Quest. Cartman's Garage, das ist eine Quest, aber was für eine? Ja, wir haben jetzt einfach mal den Schlüssel schon. Kann nicht schlecht sein, dass wir den schon haben. Aha. Ja. Okay. Kaufen wir wieder mal Waffen. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Ja, ich will kaufen. Und ich kann jetzt auch natürlich nur den Zauberstab kaufen, weil ich bin ja Magier. Ah, don't let it bother you that there's a game to be played. Was haben wir denn gekauft? So, und dann haben wir jetzt uns da ausgerüstet mit dem Zauberstab. Was ist jetzt da oben gestanden? Ist neu da angelegt? Doch. Ah, nee, ja. Ah, jetzt. Okay. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass.
I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okay, also. Also, wenn meine Waffe blinkt, X drücken. Come on, fight! Oh! Oh, hell yeah, Clyde's okay. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Machtangriff. Okay. Ah! Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Okay. Prepare yourself. Yeah. No, no, I said protect. Protect your bow. Ah, nein, noch nicht klappt. Suck it. So, jetzt hat's klappt. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Okay, reduziert den Schaden. It's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king, and I say it's PP! Douchebag, use your mage ability to make Clyde pay for insulting the king. That smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish okay. It. What? I was going easy. Take this.